Morgen entscheidet der Bundestag, ob die Gesetzgebung in Sachen Organspende neu geregelt wird. Soll jeder automatisch als Organspender zählen, außer er widerspricht aktiv dagegen? Wir haben die Alsfelder gefragt. Also ich habe einen Organspendeausweis. Also für mich ist es so, dass sich das sowieso nicht groß ändern würde. Ich weiß einfach, dass sehr viele Organe fehlen, viele Menschen sterben müssen, weil im Moment jeder so diese Hemmschwelle hat, diesen Ausweis zu beantragen oder auszufüllen. Also ich bin dafür, kann ich nur sagen, von meiner Seite aus. Wer es nicht will, kann ja widersprechen. Ich habe einen Organspendeausweis und bin also auch dafür. Und sollte trotzdem jeder sich entscheiden und dazu stimmen. Also dass es automatisch von der Regierung ausgeht, halte ich für problematisch. Viele empfinden das ja dann auch als Zwang, sag ich mal. Ja, würde ich nicht sehen, als Zwang sehen, aber es sollte jedem noch vorbehalten bleiben, es für seine Person das zu entscheiden, möchte ich das oder möchte ich das nicht. Im Zweifel, ne? Also bis jetzt war es ja so, dass man Ausweis ausfüllen musste, wenn man Organe spenden möchte. Je älter die Bevölkerung wird, desto weniger wird das sehr wahrscheinlich in Frage kommen auch, dass man überhaupt spenden kann. Also bin ich noch im Zweifel. Noch nicht zu Ende gedacht. Das Problem ist eben, dass das auf freiwilliger Basis scheinbar nicht funktioniert und dass man jetzt versucht, das mit Zwang zu machen. Das finde ich aber grundsätzlich nicht gut. Und diese Lösung mit dem Widersprechen ist auch ein zweischneidiges Schwert, weil das viele dann vergessen und sind dann trotzdem verpflichtet. Mich würde es als älterer Mensch ja nicht mehr so betreffen, nehme ich mal an. Aber grundsätzlich sollte es freiwillig sein. Da müsste man sich ein bisschen was einfallen lassen, um die Leute zu motivieren, freiwillig zu spenden. Ja, ich sehe das auch so. Ich finde es immer ganz schlecht, wenn man zu was gezwungen wird oder wo so ein Automatismus entsteht. Und ich finde es besser, wenn das freiwillig ist. Ich finde das gut. Wieso? Weil wir uns damit Europa anpassen. Weil alle Länder haben es eigentlich. Und wie soll man sonst regeln? Durch eine aktive Nein-Sagung oder Ja-Sagung? Ich finde es besser, wenn es so ist, dass man aktiv Nein sagen muss. No, ich finde das schon okay, klar. Also Leben retten ist doch schon was Schönes. Warum nicht? Wenn es funktioniert, wenn man tot ist, braucht man sowieso nicht. Ja, also Organspende finde ich wichtig. Auch ich bin Organspender, ich habe einen Ausweis. Aber ob es zur Pflicht werden sollte, ist immer so eine schwierige Sache. Ne? Also ich sag mal, ich appelliere immer noch auf die Freiwilligkeit. Wenn es dann zur Pflicht wird, es hat immer so einen Zwang. Sollte jeder für sich selber entscheiden. Und nicht hier einfach die Regierung sagen, hier Leute, ihr seid dazu verpflichtet. Das ist jetzt nicht, was ich groß zu sagen soll, aber an sich finde ich es nicht gut. Wieso? Also, ich bin selbst Organspender, aber es sollte schon noch jemandem selbst überlassen sein, wem er seine Organe spendet, ob er die Organe spendet und ob sie unter der Erde verrotten. Wie man hören konnte, haben die Alsfelder dazu eine gespaltene Meinung. Ob die Widerspruchslösung, wie Jens Spahn sie fordert, denn auch wirklich kommen wird, das wird morgen entschieden.